Hallo, regnerische Grüße heute aus Waldshut, wo ich mit unserer Bundestagsabgeordneten Rita Schwarz-Hülle-Sutter zu Gast war an der Justus-von-Liebig-Schule, eine hauswirtschaftliche Schule. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen über die aktuellen Corona-Maßnahmen und ich kann sagen, alle Beteiligten sind sehr verantwortungsbewusst in dieser Situation. Vielen Dank auch der Schulleitung für die interessante Diskussion. Wir dürfen jetzt trotzdem nicht in unseren Anstrengungen stehen bleiben, sondern wir müssen unbedingt einen zweiten Lockdown der Schulen verhindern. Und dazu gehören auch weiterhin passgenaue Maßnahmen an allen Schulen im Ländle. Über Corona dürfen wir natürlich auch nicht die Digitalisierung vergessen. Wir brauchen außerschulische Partner, wie zum Beispiel das gebeutelte Veranstaltungsgewerbe, die den Schulen bei der Digitalisierung unter die Arme greifen könnten. Dafür und für andere Dinge möchte ich mich in Stuttgart einsetzen. Wenn ihr weitere Ideen und Vorschläge habt, schreibt einen Kommentar zu diesem Video und dann packen wir es zusammen an.